Moin Moin, es geht weiter mit Let's Play World of Tanks. Ja, endlich mal ist die nächste Folge wieder da. Ich habe Ewigkeiten keine Folge mehr rausgebracht. Entschuldigung dafür, ne? Aber es lag unter anderem daran, ich habe jetzt endlich meine Abschlussfahrt hinter mir. Wir waren in Berlin und da habe ich eine Erkältung geholt und deswegen war ich noch länger ausgefallen. Und ja, jetzt bin ich glaube ich einigermaßen wieder gesund und es kann weitergehen. Verdammte Scheiße. Ja, zwischendurch habe ich ein, zweimal, paar Mal mehr vielleicht auch, World of Tanks gespielt und ja, unser Konto leert sich immer weiter. Also wir sind gerade so richtig schön am Geld verlieren, deswegen spielen wir mal, glaube ich, eine etwas geringere Stufe. Und ich weiß nicht, ob es euch vielleicht jetzt schon aufgefallen ist, vielleicht ist jetzt hoffentlich kein Rauschen dabei, weil jetzt endlich ist mein gescheites Mikro da und das ich gerade benutze und funktioniert bis jetzt eigentlich wunderbar. Ich habe mir gerade das Mikrofon noch irgendwie noch eine halbe Stunde lang irgendwie richtig passend ausgerichtet und ja, jetzt bin ich einigermaßen bereit. So, die Effekte, die schrauben wir hier ein bisschen runter. Ist ein bisschen laut. Ja, so. Ah, Musik fehlt. Habe ich gerade gesehen. Los geht's. So, die können wir. So. Also, wir fahren A43. Wir sind auf der Karte Westfield. Stufe 6er. Stufe 6er Spiel. Ich glaube, wir sind auf der falschen Seite, aber obwohl, die andere Seite schaffen wir eh, glaube ich, nicht so gut. Weil die drei Hellcats haben und die, Baum. Weil die mit den Hellcats dann da rüberrushen werden. Sollen wir schon mal. Oh ne, rushen vielleicht doch nicht rüber. Wir lunzen einfach mal ganz fresh. So, wir sehen ja nichts weiter. Das ist komisch. Und M4, was weiß ich. Aua, aua, aua. Da hinten campen die anderen beiden Hellcats. So. Ah, das ist beschissen, wenn die Gegner zu dritt in den Zug spielen. Ich verpiss mich auf die andere Flanke. Die Hellcats arbeiten dann wohl da weiter. Komm, komm, hier. Kann man nicht. Kann man den dran? Hätten. Meine Fahrkünste sind wieder mal 1A, muss ich hier vermerken. Aber zum Glück ist dieses Biest hier. Obwohl, Biest, ne? Ich weiß nicht, so gut ist es aber auch nicht. Typ T34, den gehen wir mal abfangen. Schnell hier in den Busch stellen. Come on. Und, ah, verdammt, da geht die Kanone nicht ganz runter. Oh, geil. Jetzt, den kriegen wir. Ja. Das war kein ehrenhafter Kill gerade. Da habe ich eiskalt gestealt. Gebe ich sogar zu. Offen. Jo, was machen wir als nächstes? Gewinnen wäre eine Option. Wir versuchen mal, hier ein bisschen zu flankieren oder einfach da hinten zu supporten. Das ist eine Elke, das ist ein A43. Da haben wir zu weit vorgezielt. Plop, plop. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt kriegt ein anderer den Kill. Aber wir haben auch einen Kill gezielt. Von daher. Aber wir haben jetzt auch keinen weiteren Treffer kassiert seit den beiden Hellcats. Das ist ein LK-Mix und den Pizza auf Ketten, weil der so flach ist und den kommen wir eh nicht ran. Zwei Mann Besatzung. Muss man sich Gedanken machen, wenn der eine am Vorabend Bohr gegessen hat. Ich beide damage ich jetzt mal. Aua. Das war der Elk, oder? Ja. Schon ein bisschen mies. 240 Schaden macht er.
kommen daher. Respekt. Oh scheiße. Kaufen wir uns das. Jetzt müssen wir jetzt so ein bisschen aufpassen. Am X ist immer noch. Immer noch ein böser Panzer. Will ich mal in die Offensive zu gehen. Die, mit die 14 HP, die ich. Die behalten wir erstmal. Vielleicht, wenn der K1 erst verschossen hat oder so. Oh, oh. Da ist jemand an uns gebaut. Und der kriegt uns hoffentlich nicht. Nein, nein, nein. Ja, komm, ja, die kenne ich schon. Fick dich, Mann. Ich geh mir alle nicht Spaß versauen. Das ist die nächste von ein paar Aufnahmen. Oh, ihr macht mich nieder. Den WZ, den lassen wir kurz noch stehen. Wir spielen, glaube ich, mal einen Tiger 2. Den haben wir auch eine Weile nicht mehr gespielt. Und ich weiß nicht, vielleicht sind jetzt einige Leute dankbar, dass ich... Ja, Ecki, jetzt mal mit neuen Folgen. Muss ich ihn doch nicht deabonnieren. Ja, ich hatte nicht so die Zeit, die es, wo es sich dann so geboten hat, dass ich jetzt aufnehmen kann. Aber jetzt bin ich ja einerseits von der Schule entlassen. Find's interessiert, ich habe jetzt die Realschule hinter mir. Ich habe meinen Realschulabschluss, ich kann jetzt ins Leben ziehen. Nein, kann ich nicht. Ich gehe auf die nächste Schule. Warum tue ich mir das an? Egal, aber jetzt habe ich... Ich habe 2 Wochen früher Ferien. Das ist jetzt die erste Woche. Wenn es euch interessiert, bei mir... verdammt. Handy. Handy, Handy. Was sagst du? Ja, es ist Dienstag. Und der DAX hat an Wert verloren. Und... Ja, die meine Geschwister, die dürfen schön zur Schule latschen. Und ich genieße jetzt meine Freizeit. Oder was haben wir? Spielen wir uns Angriff auf Wadi. Wir machen hier nichts weiteres, als hier einfach zu der Düne zu fahren. Und einfach nur zu warten. Das ist aber Camping. Das ist kein Camping, das ist taktisches Abfahren, mein Lieber. Vermerkt. Kein Camping. Kein Camping, nein. Ich weiß gar nicht, wie er drauf kommt, dass mein Team irgendwie so rumcampt. Kann ich nicht verstehen, was ihr meint. Vollkommen unverständlich. WZ, Nop. Nop. N-O-B, Nop. Ich habe so einen schönen Camper-Blob. Nop, Blob. Ein Vollkornpanzer. Er hat einen Vollkorn im Feld. Ich schieße einfach hin. Nein, aber in kein Gebäude. Zerschossen oder durchschossen? Durchschossen, ja. Durchgeschossen. Wir haben nicht durch ein Gebäude durchgeschossen. So, Leute, ich begrüße euch zum ersten Unterricht. Deutsch. Mein Name ist Ecki. Und heute lernen wir das Wort auszusprechen: durch Haus schießen. Und ihr dürft mich nicht korrigieren, weil ich immer richtig sage. Ich alles richtig sagen. Dürft ihr nix. Oh, Falke. Oder Alter, oder was auch immer. Ja, wunderschön. Da, böse. Der muss immer hinter einem Haus stehen. Vor kurzem war er hier. Und der ist rückwärts gefahren, da haben wir ihn nicht gesehen. Jetzt taucht er hier wieder auf. Natürlich dort, wo ein wieder ein Haus ist. Ah. Geilo. Oh, und die Heavys brechen jetzt da hinten durch. Das, so früh ist leider nicht so gut. Da ist der Vollkorn. Da sitzt er wieder hinterm Haus. Na, natürlich kriegen wir ihn nicht. Wieso denn auch? Wir haben doch gar nicht verdient.
Ich meine, wir haben hier ein Zelt aufgeschlagen, einen Gaskocher rausgestellt, Kaffee uns aufgebrüht und campen. Mit Kuchen. Kuchen muss immer dabei sein. Oh verdammt, Stein. Uiuiui. T34, aua, und T30. Natürlich müssen wir gleich alles fressen. Schaut mal, der 110, der nach vorne als erster nach vorne gefahren ist, hier auf der Flanke. Also, der kriegt natürlich nichts ab. Natürlich kriegen wir auch alles ab. Oh Mann, das ist lahm. Ich will nicht mehr. Den T30 machen wir noch schnell fertig und dann machen wir einmal 180 Grad und dann zurück zur Base. Weil mir das nicht gefällt, dass die da hinten durchgebrochen sind. Mir ist gerade aufgefallen, ich glaube, die haben einen 9er als wir. Ich glaube, die haben einen 9er mehr. Wir haben 2 verloren. Ja, die haben einen 9er mehr. So, wo ist denn der T30 hin? Da ist der T30. Besuch. Auf Onkel Franz. Oh, fickt euch. Gut, Vollgas. Yeah! Ich fühle mich nützlich. Kurz Panzer abwaschen. Dreh dich, Dieter. Schaut, jetzt wird unser Base eingenommen und ich bin hier noch fröhlich am Rumplanschen. Ja. Yeah. Heieiei, aber ich hoffe, mein Team ist wenigstens so kompetent, dass sie die Base resetten können, weil wir hatten jetzt gerade ein Mob an unserer Base gehabt. Ich mag es nicht, dass es so rot ist da rechts unten. Über der Minimap. Ich will auch mal ein Spiel gewinnen. Es lässt mich gut aussehen. Verdammt. Vier Minuten. Aber mein Team. Nee. Kann man jemand die Cap resetten? Ich bin nur gerade der Nächste, der da am Cap steht und am ehesten ihn resetten kann. Leck mich am Arsch. Hä? Will ich verarschen? Ich habe nicht Halleluja! Halleluja! Vertika vor 4 getroffen. Held! Yes, 8, den treffen wir auch und resetten mal. Halleluja. T95 Reset. Jawohl, an der Kette erwischt. Da schaut mal hier auf, wie viel? 600. Über 600 Meter. Da schauen wir auch was. Blind. Okay, Blind hat nichts geholfen. Bam. Nochmal Reset. Den IS-3, den müssen wir resetten. Jawohl. Und wieder Reset. Das ist nice. Den T95 wieder. Okay, das war, glaube ich, wirklich die Panzerung. Ich sollte mit HE schießen. Nächster Schuss ist mit HE. Das war, glaube ich, wieder nur die Panzerung getroffen. Jetzt aber. Schade. Ich glaube, der nächste Schuss, den wir jetzt nachladen, der ist entscheidender. Oh, schade. Schade, schade, schade. Oh, Mann. Oh, das sehe ich gerade. Waren die direkt vor der Flinte wieder aufgetaucht. Bleh. Verdammt. Kriegen wenigstens kriegen wir Verteidiger. Bei dem haben wir natürlich die Kelle getroffen. Was sonst auch. Hä? Was sind wir?
Wir haben 112 Verteidigungspunkte und wir sind von den EP aufgelistet da unten. Ich fühle mich verarscht. So richtig verarscht. Hoppala. Maus rumwerfen hilft auch nichts. So, ich glaube, das war's für diese Folge. Aufnahmepause mache ich noch nicht, keine Sorge. Nächste Folge kommt halt eben morgen. Und mehr habe ich auch gar nichts mehr zu sagen. Außer, dass ich jetzt keinen YouTube-Strike mehr habe und ich jetzt endlich Videos hochladen kann, die länger als 15 Minuten dauern. Dankeschön. So gütig ist die Welt auch noch zu mir. Also, danke fürs Zuschauen. Lasst einen Kommentar oder was auch immer, wo ihr euch die verdammte Mühe machen müsst, damit ich davon profitiere, verdammte Scheiße. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Tschüss.